durch die Kooperation mit Anpfiff-Heilbronn haben wir natürlich jetzt hier eine Plattform für unsere Kinder geschaffen, wo sie sich wirklich zum einen sportlich weiterentwickeln können, aber auch das Thema Bildung, Schule und das Thema Soziales ist halt in unserer heutigen Zeit, gerade für unsere Jugendlichen und vor allem für die Eltern, ein wichtiges Thema. Ziel sollte es sein, dass unsere Kinder in Heilbronn auch in Heilbronn bleiben, in Heilbronn Fußball spielen. Wir öffnen uns auch den Vereinen und informieren auch, wie wir das Thema hier gemeinsam mit Anpfiff ins Leben bewegen. Was den sportlichen Aspekt betrifft, ist es uns wichtig, dass wir allen Kindern, die aus Heilbronn kommen, die Möglichkeit bieten, unter den sehr guten Bedingungen, die wir hier vorfinden, Fußball zu spielen. Hierfür legen wir besonderen Wert darauf, dass wir auch die entsprechenden Trainer haben, um das gewährleisten zu können. Das heißt, die Trainer sollten lizenziert sein auf der einen Seite, auf der anderen Seite bieten wir aber auch die Möglichkeit, sei es intern oder extern durch Fortbildung, die Trainer weiter zu qualifizieren und sie zu entwickeln. Also was mir am FCU dann gefällt, ist, dass man doch viel lernt, dass es Spaß macht, dass sie sich um einen kümmern. Und ich mag das Training ganz toll, das macht Spaß, ist anstrengend, aber das finde ich halt gut, dass es so anstrengend ist. Weil man da viel lernt. Ja. Ja, und bei mir ist es auch so, ich spiele schon 7 Jahre und ich finde es noch immer richtig anstrengend, aber auch richtig toll. Ja, wir haben uns sehr verbessert, muss ich sagen. Ja. Komm! Ja! Sehr gut! Für unsere Jungs im Sportverein haben wir einfach noch ein zusätzliches schulisches Angebot. Das heißt, sie können optimalerweise immer direkt vor dem Training bei uns in die Lernzeit gehen oder auch in die Individualförderung. Wir haben pro 5 Schüler immer einen Lernbegleiter mit dabei, um den Jungs wirklich zum einen in der Hausaufgaben an sich letztendlich zu helfen, aber auch da im strukturellen Bereich. Also wann fange ich an zu lernen für eine Arbeit, natürlich dann Klassenarbeitsvorbereitung auch mit Thema. Für uns ist es eben auch wichtig zu vermitteln, dass der berufliche Aspekt eine entscheidende Rolle spielt neben dem Sport. Das ist das, wofür wir stehen. Also wenn die Jugendlichen das möchten, dann unterstützen wir sie beispielsweise bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen. Wir haben aber auch ein Netzwerk von Firmen, wo wir Hilfestellung geben können hinsichtlich Praktikas oder Trainee-Programmen. Ja, ein Teil unserer 360-Grad-Jugendsportförderung ist eben der soziale Bereich, wo wir so zwei Schlagworte einfach haben. Also wir wollen letztendlich gucken, dass die Jungs so ein bisschen über den Tellerrand rausblicken können. Auf der anderen Seite ja so ein Schlagwort Dinge, die sie sonst vielleicht nicht getan hätten oder sonst in ihrem normalen Lebensweg nicht tun würden. Und dass die Experimente auch ein cooler Teil davon, wo wir verschiedene Ferienaktionen drin haben, wo beispielsweise auch berufliche Sachen mit aufgegriffen werden können, weil wir hier einen Berufsparcours haben. Und das ist natürlich die Experimente an Heilbronn einfach ein super Standort, wo wir gerne mit unseren Jungs auch hingehen.